Hey ho, meine Lieben, ich habe es angekündigt, ich mache nur was Schnelles noch unter der Woche, diese Woche zumindest. Ja, ich habe zwar nicht das geschafft heute, was ich eigentlich wollte, aber egal, beim Shoppen war ich noch. Und was machen wir heute? Wir machen ein Burger-Sandwich Double Hawaii vom Opti-Grill. Was ich mir darunter vorstelle, wie ich das mache, ganz einfach, gehen wir darüber, wenige Zutaten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Zutaten eigentlich bloß, wenn man so zählen möchte. Und ja, gehen wir rüber, schauen wir uns an, was ich alles habe, und dann lege ich schon mal los. Ja, weil Schatz ist ja leider noch nicht zu Hause. Attacke. Ja, da wären wir schon. Also wirklich karg, spärlich, aber ausreichend. Und wenn mein Handy im Hintergrund tut, ich mache gerade was Schönes mit Leberkäse für euch aus, dass ich geile Videos machen kann. Ja, aber jetzt hier zurück. Wir haben Hackfleisch. Habe ich jetzt 400 Gramm. Für das Hackfleisch nehmen wir nur den Grillpfeffer. Das ist ja eine Gewürzmischung, da ist ja eigentlich... Ja, Salz und Co. auch mit drin. Habe ich doch letztens erst vorgelesen. Ja, Salz, Zwiebel und Hauch, Muskatblüte, Paprika, Knoblauch. Das reicht vollkommen aus für das Hackfleisch. Mehr brauchen wir da heute gar nicht. Dann natürlich 4 Scheiben Toastbrot. Werden 2 Toasts. Ananasscheiben. Gewürzketchup. Curry. Und wieder die geilen Butcher Burger Cheese Scheiben. Das ist alles, was wir benötigen. Jetzt haue ich hier bloß den Grillpfeffer rein. Vorbereiten kann ich jetzt im Prinzip bloß die Patties. Die lege ich danach nochmal in den Kühlschrank, bis Schatzi kommt. Und danach geht es dann auch gleich auf den Opti-Grill. So, das tun wir uns schnell durchmanschen. Also von der Riechprobe her merkt man schon den Pfeffer. Das sollte schon ausreichen. Wir wollen es ja auch nicht verpfeffern. Dann machen wir ungefähr 2 gleich große Knödel. Das heißt erstmal einen und den tun wir dann teilen. Na, komm raus, du Futzerle. Schüssel weg. Sollten in etwa gleich groß sein. Ja. So. Backpapier habe ich auch einfach bloß runtergerissen. Da brauchen wir heute keine Burgerpresse, gar nichts. Das sparen wir uns alles. Da machen wir einfach schöne Handarbeit. Fertig war der erste. Und mit dem zweiten genau dasselbe Spiel. Klar, mit der Burgerpresse wird es einfacher gehen. Einmal, whoop, wenn man die von der Grillshow hat. Aber hey, wo bleibt dann heute der Spaß? Wenn ich das so einfach mache, dann muss ich das auch komplett einfach machen. Ja, ohne Presse, ohne alles. Mit 2 Burgern saue ich das Ding nämlich nicht extra ein heute. Weil sonst müsste ich es bloß wieder spülen. Und da bin ich ja bekanntlicherweise, ja, zu faul dazu. Gut. Die tue ich jetzt noch mal kurz in den Kühlschrank. Und dann, wenn Schatzi kommt, kommen die direkt auf den Opti-Grill, wo wir uns dann auch gleich wiedersehen. Da sind wir schon wieder. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht die Cam ausmachen brauchen. Ich habe gerade hier am Fenster einen Kopf vorbeilaufen sehen. Dann gehen wir hier gleich einmal aufs Burgerprogramm. Scharfes Anbraten ein. Okay. Und lassen, ja, den Opti-Grill vorheizen. Geht's ab dem blauen los? Oder ab den gelben? Naja, gleich wissen wir es.
Ich hab's schon wieder vergessen, schon wieder viel zu lange. Ah ja, okay, auf geht's. Attacke. Wo habe ich jetzt gedrückt? Dicke wird berechnet, okay. Ja. Dann klatschen wir den einmal hier drauf. Und den zweiten natürlich direkt daneben. Ja, Dicke wird berechnet. Warten. Dicke wird berechnet. Wir könnten den jetzt natürlich noch ein bisschen zusammenpressen. Ja, und dann steht es dran, wie es ist. Und ja, ich denke, wir lassen den Mitte Orange oder so durchlaufen. Weil, wenn Sandwich drin ist, ist ja nochmal heiß. Und dann wird das schon ganz durch werden. Ansonsten, ja, nicht, dass es zu trocken wird. In der Zwischenzeit kann ich schon mal die Unterteile unserer Burger-Sandwiches vorbereiten. Und dann nehmen wir gar nicht mal so viel von dem Ketchup hier, sondern nur ein bisschen. Dasselbe können wir eigentlich nachher mit der Oberseite auch gleich machen. Dann natürlich der Cheese. Wäre der Edeka bei uns in der Nähe gewesen, dann hätte ich jetzt Ananasscheiben vom Edeka geholt, weil die wesentlich größer sind und ja, etwas süßer. Aber nö, habe ich ja nicht. Deswegen machen wir das so. So, hier kommt wieder ein Tröpfchen von dem Ketchup drauf. Dann nehmen wir gleich die Oberseiten. Auch ein bisschen Ketchup drauf. Und jetzt muss ich mal nachschauen, wie weit das Ding hinter mir ist. Hilfe! Die sind schon so weit. Boah, geht das schnell. Hölle, sehen die nicht geil aus? Ich positioniere die schnell mal und danach hole ich euch wieder rüber. So, dann geht nämlich mit dem Zusammenbau gleich weiter. So, aber hier jetzt schalten wir erstmal aus. So. Guten Tag. Jetzt gehen wir hier nämlich in das Sandwich-Programm. Und dann wird er wieder vorgeheizt, obwohl er ja warm ist. So, hier sind wir auch schon wieder herüben. Ja, und jetzt eben das Double Hawaii. Sprich, oben kommt auch noch eine Ananasscheibe drauf. Dann nochmal jeweils eine Scheibe von dem Käse. Dann die Deckel drauf. Und dann müssen wir bloß noch warten, ja, bis der Teefall wieder soweit ist. Ja, und schon können wir unsere Sandwiches hier reindonnern. Am besten ohne die Finger zu verbrennen. Ja, Garvorgang starten. Hallo. Dicke wird berechnet. Okay. Dann lassen wir ihn durchlaufen. Das Ding ist natürlich jetzt recht dick und dauert, aber jetzt warten wir mal hier den blauen Bereich ab und dann machen wir einfach mal kurz auf und gucken rein. So Leute, gucken wir mal rein hier. Ja, das ist leicht gebräunt, geht hier noch bis in den gelben rein, aber wir gucken ganz einfach mal ganz kurz. Leicht gebräunt, sagen die. Ich denke, das ist schon Richtung knusprig. Ja, aber ein klein bisschen lassen wir es noch drin und dann... Ja,
Können wir auch schon probieren. So, mittig gegrillt. Ich würde sagen, ja, der Käse ist noch nicht ganz geschmolzen. Warten wir noch einen kleinen Augenblick. So, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ausschalten. Das reicht. Ich erkläre diese Geräte für fertig. Wie habe ich sie nochmal genannt? Burger Sandwich Double Hawaii. Genau. Oder so ähnlich. Sieht das nicht geil aus? Tja, Leute. Und jetzt? Oh, so ist es im Bild. Und ja, jetzt machen wir einen schönen Anschnitt. Schatzi, Essen kommen. Und da ich die Zwillinge hier ja eigentlich gleich angefertigt habe, nehme ich jetzt den einfach weg, stell den Schatz hier am Tisch und den hier schnibbeln wir jetzt einfach mal sandwichmäßig an. Oh, hört ihr das? Juhu! Na, wie sieht das aus? Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Ich würde mal sagen, das sieht gut aus. Und jetzt warte ich bloß noch einen kleinen Augenblick, bis es abgekühlt ist ein bisschen. Schneid mir eine Ecke ab und dann gibt es ein Probiererle. Ich verbrenne mir heute nicht meine Gosche. Und Freunde, wie war der Spruch mit einem Haps ist alles in der Gosche oder? Naja. So ähnlich. Also, ich habe mir hier jetzt so ein Stückchen abgeschnitten. Ist doch noch ein bisschen warm. Einfach lecker. Gut. Essen und dann machen wir noch ein schnelles Fazit. Oh Mann. Der Klaus Grillpfeffer, der ist wirklich sehr gut, aber in dem Fall ist er einfach zu gut. Oder ich hab's nur zu gut gemeint. Ja. Leute, mein Schatz hat den Teller von sich weggeschoben und hat gesagt, sie kann es nicht essen. Ich esse es jetzt noch zusätzlich mit einer Ananas und noch mit extra Ketchup drauf. Was heißt, ich habe einfach viel zu viel von dem Pfeffer erwischt. Das war einfach viel zu viel. Oh, so viel, dass man es gleich aufstößt. Aber ansonsten, die Idee ist geil. Werde ich mit Sicherheit wieder mal machen. Ja, ohne Pfeffer. Ja, mein Schatz, ohne Pfeffer dann. Werde ich mit Sicherheit noch mal machen, aber wie gesagt, dann ohne Pfeffer. Vielleicht ein anderes Gewürz in das Patty rein oder bloß Salz und ein bisschen Pfeffer. Aber so war es definitiv zu viel Pfeffer und ich bin ehrlich, ich sag euch das, was soll's. Tja, in dem Sinne haben wir wieder ein Video heute fertig gebracht. Ein kleines. Und der Pfeffer stößt mir echt auf. Jetzt kriege ich gleich noch einen Schluck auf. Naja, was soll ich sagen? Leute, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.